Wir sind jetzt da beim 11. und letzten Tourstopp der Bewegt dich Tirol-Tour in Innsbruck beim Landestheater und wir haben in Summe um die 10.000 Kinder bewegt und es freut uns wirklich sehr, dass die ganze Aktion und das Projekt so gut angenommen worden ist. Bei der Bewegt dich Tirol-Tour, die wir zusammen mit der Sportabteilung des Landes hier aufgleisen dürfen, sind die Dachverbände, alle Dachverbände im Tiroler Sport, aber auch ein Alpenverein und andere Mitwirkende beieinander. 3 Tage lang wird hier ein einfaches, spielerisches Bewegungsangebot für die Kinder hier angeboten. Das Ziel der ganzen Tour ist es, den Kindern und Jugendlichen ein möglichst niederschwelliges und spielerisches Angebot zu bieten, dass sie einfach total viele Sportarten ausprobieren können. Ein Teil davon ist das Bewegungs-ABC. Beim Bewegungs-ABC geht es darum, natürlich wieder die Kinder zur Bewegung animieren, die Basics in verschiedene Bewegungskompetenzen wieder näher zu bringen und das Ganze auf spielerische Art und Weise. Jede Initiative, die sich mit Bewegung, die sich mit Sport, die sich mit Prävention beschäftigt, ist eine sehr gute Initiative. Wir alle wissen, Bewegung gehört zu unserem täglichen Leben und wer sich bewegt, bleibt auch länger gesund. Man muss bei so einer Sache, generell bei Sport, glaube ich, früher anfangen, damit man wirklich dann im höheren Alter wirklich die Bewegungen irgendwie kennt und einfach neue Sachen auszuprobieren, ist mega lässig, weil wenn man es jetzt nicht im Kinderalter macht, dann probiert man es nie mehr. Wenn man, sage ich mal, als Kind was lernt, dann hat man, glaube ich, das ein Leben lang Spaß damit, weil man es einfach auch besser kann. Die Lebensraum Tirol Holding hat hier ein Vorzeigeprojekt ins Leben gerufen, das ich auch weiterhin als zuständiger Sportlandesrat unterstützen werde. Und wenn man sich heute diese Veranstaltung hier anschaut, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr wertvoll, dass man diesen Spaß an der Bewegung vermittelt. Und wir hoffen, dass wir viele Kinder glücklich gemacht haben und die in Zukunft sich ganz, ganz viel bewegen werden.